Der Sportbild-Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Die Krise der Bayern wird immer schlimmer. Darüber sprechen wir heute. Ich bin Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. Das 1:2 gegen Köln, schon die zweite Pleite in Folge und die dritte Niederlage im vierten Rückrundenspiel. Woran liegt's? Wir sprechen mit Ex-Bundesliga-Trainer Winfried Schäfer. Der ist ja bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ich kann Ihnen versprechen, er tut's auch diesmal nicht. Thema des Tages. Sage und schreibe, 34 Jahre ist es her, dass der FC Bayern so schlecht in eine Rückrunde gestartet ist. Nur ein Sieg und drei bittere Pleiten, das ist die Bilanz nach der Winterpause. Für Bundesliga-Legende Winfried Schäfer, der das Geschehen nach wie vor intensiv verfolgt, ist Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann der Hauptverantwortliche. Warum, Herr Schäfer? Ich kann nicht mit einem FC Bayern München One-Touch-Fußball spielen. Ich kann nicht die Philosophie des FC Bayern München verändern und damit die Mannschaft schwach machen. Die Philosophie des FC Bayern war immer Arroganz. Eine gesunde Arroganz, die den Gegner erschreckt hat. Der Jürgen hat damals den Fehler gemacht und wollte von heute auf morgen den Verein oder die Mannschaft verändern. Das geht einfach nicht. Dann hat er einen Rückzieher gemacht, als er gemerkt hat, dass es nicht klappt und ist auf Hitzfeld-Linie gegangen und hat wieder was verändert. Er hat nicht zu dem gestanden, was er vorhatte. Er war nicht standhaft. Und das ist eigentlich das Problem, das in der Mannschaft jetzt, glaube ich, herrscht, dass die Mannschaft nicht mehr so hinter ihm steht, was er ihnen erzählt. Mal so, mal so. Und er hätte seiner Linie treu bleiben müssen, egal was die anderen sagen. Wie kann der FC Bayern denn nun diese verfahrene Situation mit dem Zickzackkurs des Trainers und der daraus resultierenden verlorenen Glaubwürdigkeit retten? Geht das überhaupt noch? Der Einzige, der wieder in Ordnung bringen kann, ist Uli Hoeneß. Er hat nicht nur das Know-how, er hat auch die Kraft und die Macht, diesen Spielern auch mal wieder zu sagen, wo es lang geht. Zum Personal. Ist denn die Klasse des Kaders ausreichend für die hochgesteckten Ziele? Oder muss der Club auf einigen Positionen dringend neue Spieler holen? Zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, wo man mit Timoschuk ja schon für die neue Saison namhaft eingekauft hat. Sind Sie Roberto und Van Bommel über ihren Zenit hinaus? Wenn man die Spiele sieht, hat ja C. Roberto zum Beispiel überragend gespielt. Ich habe auch nicht verstanden, warum er in Hamburg ausgewechselt wurde gegen einen Spieler, der nicht seine Qualität hat. Der als Joker, Borowski, der als Joker seine Tore gemacht hat. Aber es ist nicht immer das gleiche Spiel. Man hat immer wieder andere Gegner. Und C. Roberto hat sehr gut gespielt in dem Spiel. Die Nummer 6 im Mittelfeld ist heute mit der wichtigste Spieler überhaupt. Nummer 6 ist eigentlich der Spielmacher. Wenn Sie nach England schauen, Scholes zum Beispiel von Manchester United, der spielt 6-10, der spielt alles auf einmal. Er kann wunderbare Pässe spielen, er liest das Spiel, er öffnet das Spiel mit Pässen in die Spitze, über die Flügel. Und solch ein Spieler ist Van Bommel nicht. Van Bommel ist ein Zerstörer, der den Ball erobern kann. Aber wenn man den Ball erobert hat, dann ist natürlich wichtig, was mache ich aus diesem Ball? Was mache ich aus dem ersten Pass? Und da haben sie Probleme. Und da müssen sie dringend schauen, dass sie einen neuen Spieler finden. Ich habe den Spieler in St. Petersburg gesehen, der kommt aber erst im Sommer. Das kann ein Spieler sein, der diese Position optimal ausfüllen kann. Wie sieht es im Angriff aus? Was halten Sie von Landon Donovan, den Klinsmann aus den USA holte? Ich glaube, es war mehr ein Werbegag, Donovan ins Spiel zu bringen. Ein Werbezweck für Adidas in Amerika, diesen Spieler so groß zu machen, dass man glaubt, das ist ein Spieler, der in der Bundesliga bestehen kann. Er hat in Leverkusen versagt und in Bayern München ist ein anderes Kaliber, ein besseres Kaliber und da hat er schon gar keine Chance gehabt. Ein hartes Urteil. Wird es in Ihrer Meinung nach trotz dieser Baustellen für die Bayern für einen Titel reichen, Herr Schäfer? Ja. Ich glaube schon. Man muss die Interna kennen und Interna ist, oder das ist Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat vielen Trainern in der Vergangenheit den Rücken gestärkt, hat sie auch stark gemacht, sie Mackert im ersten Jahr und hat ihm geholfen, den richtigen Weg zu finden, die Mannschaft wieder zurückzufinden. Und ich bin überzeugt, dass Uli aufgrund seiner Erfahrung, seines Auftretens, er wird im richtigen Moment dazwischen hauen und dafür sorgen, dass die Mannschaft wieder in die Spur kommt und bin ich überzeugt von, dass sie Meister werden. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick nach vorn. Am Mittwoch tritt der FC Bayern in der Champions League bei Sporting Lissabon an. Was müssen die Münchner jetzt tun, um zurück in die Spur zu finden? Konzentriert diese Aufgabe zu bewältigen, diszipliniert die Aufgabe zu erfüllen, meinen Torwart, der im Moment nicht den sichersten Eindruck macht, ihm Rückendeckung zu geben. Das heißt, wenn ich den Ball vorne behaupte, wenn ich vorne Pressing spiele, je weniger Bälle hat mein Torwart zu halten, je weniger Flanken kommen vor das Tor, vor das eigene Tor. Und da müssen sie hinkommen, dass sie damit den Torwart entlasten, ihn wieder stark machen. Wenn ich sehe, was er für einen Fehler in Hamburg gemacht hat, braucht er die Unterstützung. Es darf nicht alles Ribéry sein. Ribéry ist ein fantastischer Fußball, mit der beste Fußball, den es überhaupt gibt im Moment. Aber man hat ja gesehen, wie intelligent Jol in Hamburg ihn gestoppt hat, indem er einen Stürmer auf die rechte Seite gestellt hat. Und seine Unterstützung von Lahm war damit out und damit war Ribéry auch geschwächt. Aber wir werden beobachten, ob die Mannschaft genauso wieder aus der Krise kommt. Danke, Winfried Schäfer.
Auf www.sportbild.de können Sie genau verfolgen, wie es in den kommenden Tagen in München weitergeht. Personalien, Gerüchte, Nachrichten, Einschätzungen von Experten, Kommentare, das alles bieten wir Ihnen und natürlich nicht nur über die Bayern. Und ab Dienstag gibt's wie gewohnt alle Europacup-Spiele im Live-Ticker, darunter die Top-Kracher Inter Mailand gegen Manchester United, FC Chelsea gegen Juventus Turin und Real Madrid gegen den FC Liverpool. Verpassen Sie nichts, klicken Sie rein und wir sind Freitag wieder da. Bis dahin. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.